Hey liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Slime Rancher. Ja, in der letzten Folge konnten wir leider keine neuen Grünlinge finden, aber wir waren ja in der Wüste und haben da ja Bekanntschaft gemacht mit einem großen Schleimi. Und zu dem gehen wir jetzt. Ich tue mich gerade hier mal etwas vollladen noch mit dem ganzen Zeugs, was wir hier so haben. Und danach gehen wir ihn füttern. Und ich hoffe mal, dass wir ihn satt kriegen. Und danach hat er ja dann irgendwie sowas wie einen neuen Weg für uns. Weil wir haben da ja gesehen, hinter ihm führt wie so ein Weg in irgendeine Richtung. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was uns dort erwartet. So. Kurz hier alles mitnehmen noch. Ich glaube, das sollte reichen. Wir nehmen jetzt einfach mal sicherheitshalber noch mal ein paar Früchte hier mit. So. Ihr bekommt natürlich welche. Also so viel nehme ich sicherlich nicht noch mal mit. So. Bitteschön. Gut. Und jetzt gehen wir auf unsere Reise, gehen dorthin und dann machen wir ihn voll. Aber erstmal müssen wir halt die Reise hier überstehen. Diese lange Reise, wohl angemerkt noch so. Ich muss ja sagen, die Wüste hat auf jeden Fall irgendwas mit einem Rätsel zu tun, das sieht man auf jeden Fall, weil wir waren ja da schon in diesem einen Ort drin. Und da scheint es ja so, als ob dort nochmal ein Portal irgendwie kommt. Aber wir müssen dafür irgendwas noch tun. Und ich denke mal, wir müssen die ganze Wüste zurück zum Leben erwecken. Also, dass all wieder schön leben können, die ganzen Schleimis mit Früchten, mit Pflanzen und so weiter. Aber jetzt ist ja in manchen Gebieten noch alles nur Sand. Sand und Steine. Und ich denke mal, wenn wir das alles geschafft haben, dann haben wir die Wüste so gesehen wieder erweckt. Und dann können wir nochmal in irgendwie ein neues Gebiet. Aber irgendwas zeigt es uns da ja auch auf unserer Karte an, wie so ein Portal. Hier hinten ist unser kleiner Radioaktiver. Den würde ich eigentlich auch gerne wieder mal mitnehmen, aber ich glaube, davon haben wir eigentlich genügend. Ich weiß halt auch leider nicht so, wo noch solche Kisten sind. Wo Baupläne immer drin sind. Aber davon hätte ich gerne mal noch welche. Na gut, was heißt immer Baupläne? Nicht immer, aber sehr oft. Solche Kisten haben wir irgendwie lange nicht mehr gefunden. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil wir nicht so, ja, sehr danach suchen. Wir sind ja mehr darauf fixiert, auf unsere Ziele hier so. Hier wissen wir ja sowieso, wenn wir hier mit einem Schlüssel aufmachen, dann kommen wir einfach nur im Dschungel wieder raus. Weil hier sieht man das ja so auf der Karte. Am besten. Da sieht man das schon. Ist halt auch ganz gut eigentlich, so ein Weg. Aber, laufen wir denn dann so lange und diese Strecke überhaupt immer? Das ist halt so das Ding. Durch den Dschungel und so. Klar, es war vielleicht ganz gut, einfach um rüber zu kommen. Dann haben wir nämlich nicht nur einen Weg dorthin. Aber an sich lohnt sich das so sehr? Da bin ich mir halt nicht so sicher. Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt von hier aus direkt in den Dschungel kann? Klar, ich könnte dann dort noch ein paar Dinge einsammeln, aber wenn ich hier bin in diesem Gebiet zum Beispiel, dann nehme ich hier das Zeug mit, was ich nur mit
hier nehmen kann. Also was hier exklusiv ist, so gesehen. Weil manches Zeug gibt es ja nur hier und manches Zeug gibt es auch nur im Dschungel und so. Wofür halt das gut wäre, wäre höchstens sowas wie, ja, wir wollen was füttern oder so. Und wir holen dann ganz schön aus dem Dschungel Früchte. Dafür wäre das halt gut. So, und jetzt lassen wir jetzt mal unsere Energie hier aufladen. So. Und jetzt geht's nach oben. Ey, also der sieht ja schön aus. Ja, und deswegen ist er auch untergegangen. Hier, der. Der Quantenfelslago. Der hat schon was. So ein großer gelber mit diesen Stacheln drauf. Das hat irgendwie was. Gefällt mir. Und mir kommt jetzt gerade so ein Blick wieder. Ja, wir haben doch hier eine Abkürzung. Ach man, wie schnell man sowas vergisst. Na gut, man denkt halt daran nicht. Wenn man sich eine ganze Weile in der Wüste aufgehalten hat, dann kommt man so zurück und denkt sich so, weil man halt schon jedes Mal dort lang gelaufen ist, ja, den Weg wieder. Da denke ich halt auch gar nicht mehr daran. Ja, guck mal nach rechts, da ist was. So. Und jetzt gehen wir in unser geliebtes Gebiet, wo ich mich auch jedes Mal verlaufen tue. Na gut, was heißt jedes Mal? Wir sind ja jetzt erst zum dritten Mal in diesem erweiterten großen Gebiet hier von der Wüste. Ja, aber ich glaube, hier gibt es auf jeden Fall noch ein Portal. Weil hier unten, das ist das Portal, wodurch wir durchkamen. Und hier oben ist nochmal sowas, genau identisch. Bloß, dass unseres hier unten hell leuchtet, das oben dunkel. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Portal. Hallo, meine Kleinen. Leider ist hier aber auch schon wieder kein Rankenschleim. Das macht mich jedes Mal traurig. Der Action, wie geht's euch? Gut? Ja, das ist so schön. Aua, jetzt geht's mir nicht mehr gut. Die Sache ist halt die, wir haben hier jede Menge Pflanzen, die wir noch, ja, mit Wasser versorgen müssen. Ich weiß aber nicht mal so richtig, wie wir das dann alles anstellen sollen, weil ich mich hier halt nicht mal auskenne. Ich meine, zieht euch das Gebiet rein, Leute. Sieht halt schon groß und verwirrend aus. Komm schon. Nein! Okay, was war das denn? Das war der Geist in mir. Schon. Nein! Aber ich hasse dieses Ding. So, nochmal. Jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Ich schreie gleich. Ich hoffe nicht. So, jetzt passt's. Jetzt passt's aber. Jetzt hier rauf. Jetzt hier rum. So, ich hab dein Essen. Bitteschön. Is. Das Zeug kommt weg. Gut. Mosaik, lebe wohl. Okay.
Was haben wir hier noch? Okay. Das möchte ich einmal mitnehmen. Was ist das hier? Boah, nee, das nehmen wir nicht mit. So. Moment mal. Was haben wir denn hier? Kann das sein, wir müssen da vielleicht hoch? Das können wir noch nicht öffnen. Ja, das sehe ich was. Da hinten ist was zum Öffnen. Oder es ist anscheinend wirklich wie so eine Abkürzung, wie ich das schon vermutet habe. Aber immerhin, es hat sich gelohnt. Wir haben einen Schlüssel. So, hier ist nochmal so ein Ding, was wir nicht knacken können. Eieiei. So, hier rüber. Ja, ihr seid jetzt hier. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir machen. Halt die Wasserquelle. Moment mal. Ich muss mal was nachschauen. Klappt das vielleicht, dass wir, wenn wir hier drüben... Wo war die Wasserquelle nochmal hier? Ich glaube, dort in der Ecke drin irgendwie. So war das doch. Hier gibt es leider keinen Weg nach oben. So wie es scheint. Nee. Das hätte ich jetzt gesagt, lass uns das mal so probieren. Wir holen das Wasser dort und rennen ganz schnell hier hin. Aber es stoppt nicht, weil wir haben hier keinen Weg nach oben. Da muss hier auf jeden Fall eine Wasserquelle sein, irgendwo. Wie ich schon bereits vermutet habe. Aber das Problem ist, es ist alles so ein großes Gebiet einfach. Ist halt schlecht und schwer hier zu schätzen, ja, wo jetzt die Wasserquelle ist. Aber schaut mal. Hier haben wir irgendwie Zeugs davor. Vielleicht hier dahinter irgendwie? Ist ja auch möglich. Ich will wenigstens jetzt mal noch rausfinden, wie und wo die Quelle ist. Ach du Schreck. Da wäre ich fast ins Wasser geflogen. Also wäre das jetzt passiert, das hätte mich traurig gemacht. So, ich muss mich jetzt mal hier genau umschauen. Ich muss das Gebiet mal ein kleines bisschen hier kennenlernen. Wäre ja halt nicht alles so groß. Wir öffnen das jetzt hier, würde ich sagen. Kommt. What? Wo sind wir denn hier? Ah! Eine Abkürzung. Und hier unten ist noch diese Wasserquelle. Wartet mal, wie kommen wir denn am schnellsten hier hoch? Holen das Wasser uns von hier unten. Rennen hier entlang. Gehen hier hoch. Weil hier ganz hoch schweben kann man nicht. Mist, wie machen wir das am besten? Wir müssen irgendwie einen schnellen Weg hier finden. Ich kann schlecht hier überall drumherum ran. Ja, aber ist glaube ich besser. Wenn wir dort überall rumrennen. So, kommt. Einmal Wasser hier rein. Jetzt schnell. Los, 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 los.
Renn! Ich renn schon so schnell wie ich kann. Jawohl. Das wird was. Das wird was. Komm schon. Mist. Weiter schaffen wir es leider nicht. Ich glaube, weiter sollen wir das auch gar nicht schaffen. Weil das ist so ein großer Weg hier. Ah, ich glaube, das kann man nicht mal. Aber wir müssen jetzt noch hier komplett entlang rennen. Und das schafft man nicht mal auf dieser Zeit hier, die man dafür hat. Aber nun gut, wir haben hier ein weiteres Ding jetzt mit Wasser versorgt. Nun gut. Besser als nichts. Aber ich will es nochmal probieren. Weil ich glaube, ein bisschen schneller kriegt man das noch hin. So, jetzt hier hoch. Jetzt rennt man hier rum. Nein, dafür reicht die Ausdauer nicht mal. Schafft man nicht. Vor allem, wie weit ist denn die Strecke überhaupt bis zu dem nächsten Ding, was man hier mit Wasser versorgen muss? Ja, bis hierher. Also das kriegt man auf jeden Fall nicht so schnell hin. Aber wir haben immerhin schon mal eins wieder versorgt. Aber wie machen wir es mit den anderen? Das wird ein Problem. Wir können mal dort hoch. Was ist mal dort hoch? Das ist ein Brunnen. Sehr schön. Okay. Kann es sein, der Stein hier ist das Problem? Lass uns mal kurz nach diesen Köpfen suchen. Was ist das da unten? Das ist so ein Busch. Ich sehe leider gerade gar keine Schleimköpfe, außer da drüben den einen. Moment mal, kann man das irgendwie zerstören? Nein. Ja, da müssen das solche Dinger sein hier. So, dann schauen wir mal hier. Was haben wir denn da drüben? Ach, das, da waren wir ja. Ja, das ist das. Ach, das ist der, glaube ich. Ja, hier ist auf jeden Fall der eine. Der will was Pinkes. Aber was ist das für ein... Okay, das ist der Derwisch. Nicht der Pinke. Das ist der kleine Herr Derwisch. Aber hier müssen noch mehr davon sein. Und ich glaube, auch mit diesem Brunnen könnte man das dann auch bis hier rüber schaffen. Ja, das bedeutet wohl, wir brauchen diesen Derwisch-Kram. Am besten wäre es, wenn wir jetzt so ein Derwisch-Freundchen hier hätten. Eigentlich wohnen die doch hier auch in der Nähe. Aber gerade haben die wohl alle keinen Bock. Die denken sich so, nö, 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 ich gebe dir nichts von meinem Pupu. Ist alles meine. Frisch alles rausgepresst. Das werde ich doch nicht die übergeben. Das denken die sich wahrscheinlich. Oder die kleinen Herr Derwisch sind hier.
Nein, tu ihm nichts. Wow. Er macht ihn einfach platt. Gib mir den Derwisch. So. Halt. Was ist das denn? Eine Silberwurzel. Nehme ich mit. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So, ein Derwischplot haben. Wir brauchen noch mehr. Komm, gib Papa mehr. Jawohl, danke. Und ihr auch noch. Na los, friss. Danke, danke, danke. Gut. Willst du auch noch was beitragen hier? Na los, iss. Yay! Lass ihn in Ruhe! So. Was? Da ist noch einer. Push. Gut, jetzt müssen wir nur noch wieder hier hoch. Ja, und das kann man natürlich nicht. Geht mit dir. Ich glaube, wir kommen hier nicht hoch. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Obwohl. Ja, hier so. Hier schafft man das. Ja, aber einfach so von dort unten aus schafft man es nicht. Dann gehen wir da mal noch schnell hoch zu diesem Tempel und tun das Zeug dort rein. Jetzt muss ich bloß erstmal wieder diesen blöden Weg hier finden. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige. Ja. Okay. Der eine Kopf, der war hier unten in so einer Ecke. Bin ich jetzt verwirrt im Kopf? Oh, das bin ich immer. Das ist doch die richtige Ecke. Okay, ich bin verwirrt. Machen wir mal kurz hier nach oben. So, kurz aufladen hier. Hier nach oben. Ach, hier war er. Okay. Gut, ich bin doch nicht verrückt. Gibt es hier nochmal so einen? Was hier? Ich weiß nicht, ob man dort runter könnte. Ich will es halt auch jetzt nicht riskieren. Ich glaube aber, das Feuer will, dass ich das riskiere, ja. Wir schauen mal, was jetzt hier oben ist. Ah, jetzt leuchtet das eine hier. Eins. Zwei. Zwei fehlen noch. Wenn das eine dort war, dann denke ich mal, eins ist irgendwie noch so in dieser Richtung. Und das letzte ist dann wahrscheinlich irgendwo dort unten. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt schaue ich mir das mal alles hier von oben nach unten an. Nein. Nein, nein. Ich bezweifle halt, dass es außerhalb ist von diesem Gebiet. Aber anscheinend schon. Weil hier sehen wir nichts. Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl auch, vielleicht ist es hier eingefroren in diesem Zeugs. Wir gehen mal dort hoch. Weil hier ist ja auch so eine Pflanze.
Bei den ganzen Pflanzen könnte immer so ein Ding sein. In der Nähe irgendwie. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Da hat ja nicht alles so ewig groß und so. Da oben geht's halt auch nochmal lang. Da kann das auch gut sein. Das ist das Problem. Aber nun gut, Leute, ich will jetzt auch nicht hier, dass wir jetzt noch Ewigkeiten hier nach suchen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir dann mal. Ich werde jetzt, denke ich mal, hier noch ein kleines bisschen suchen. Einfach damit wir dann die Standorte wissen für die nächste Folge. Wenn nicht, dann muss ich mal schauen, was wir in der nächsten Folge dann machen. Dann denke ich mal, werden wir wieder mal zu den kleinen Hunter Lions gehen. Oder hier in irgendein anderes Gebiet nochmal. Aber das war's jetzt erstmal mit der Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Und das war's. Haut rein und tschüss.